Wir sollen also den Wert der beiden Parameter a und b mit Hilfe der Angabe berechnen. Dazu eine kurze Wiederholung, was die Bedeutung dieser beiden Parameter betrifft. Es geht um eine Sinusfunktion und der Parameter a ist schlicht und einfach der maximale Funktionswert in einem lokalen Maximum unserer Sinusfunktion. In einem lokalen Minimum haben wir dagegen den Wert minus a. Die Länge der Periode ist der Abstand von einer vollen, nennen wir es Schwingung, auf der x-Achse. Diese Periodenlänge p ist in unserem Fall gleich pi. Beginnen wir mit dem einfacheren der beiden, a. Wir haben den Abstand zwischen Minimum und Maximum mit 6 angegeben. Dieser Abstand entspricht aber offensichtlich dem Doppelten des Parameters a. Also ist a gleich 3. Um den Parameter b zu berechnen, benötigen wir die Periodenlänge. Die Periodenlänge können wir direkt umrechnen mit Hilfe einer Formel. B ist 2pi durch die Periodenlänge. Also in unserem Fall 2pi durch pi. Pi kürzt sich und übrig bleibt 2. A ist 3, b ist 2. Alternativ hätten wir b auch unmittelbar zählen können. Wir wissen, wenn hier 0 ist auf der x-Achse, wir hier den Wert pi haben, dann ist b die Anzahl der Perioden hier bis zum Wert 2pi. Und wenn ich das fortsetze, habe ich eine, zwei Perioden, bis ich bei 2pi bin. Also ist b auch ohne Rechnung 2. Und damit ist das Beispiel gelöst.